Magda Combo ist ein mega, mega, mega witziges Deck, das mich wahrscheinlich in 2024 noch begleiten wird. Und ich habe schon gegen Leute mitgespielt und die Leute hassen es. Und ich liebe es. Gehen wir kurz ins Deck rein. Wir spielen 4 Cavern of Souls. Cavern of Souls kann man einen Kreaturentyp ansagen. Wir sagen meistens Dwarf oder Fairy an. Manchmal auch Dragon. Ihr merkt schon, es wird großartig. Und es ist kein Troll. Ich habe mit dem Deck schon Ligen gewonnen. Beziehungsweise Turniere. So FNM-Turniere und so weiter. Es ist kein Troll. Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Ja, nachdem wir dann mit Cavern of Souls eben Dragon oder Fairy oder Dwarf angesagt haben, können wir das Ganze auch noch mit versteckter Innenhof machen. Auch dort, also hier sagen wir dann, die Karte kann nicht gekontert werden. Hier machen wir dann Mana beliebiger Farbe für diesen Kreaturenzauber und Karteneffekte davon. So, es geht nur darum, möglichst 5 Color zu haben. Dasselbe ist der Grund, weshalb wir Mana-Zusammenfluss spielen. Tappen, Leben bezahlen und Mana beliebiger Farbe bekommen. Mächtig. Eine City of Brass. Wenn sie getappt wird, kriegen wir einen Schaden. Tappen, malen wir die Farbe. Einfach noch ein 5. Mana-Konfluenz zu haben, ist hier sehr wichtig. Wir brauchen nämlich Rainbow-Mana. Denn wir haben leider auch sowas hier im Deck. Ursas Saga. Es ist ein Enchantment. Ursas Saga Land kommt mit 0 Marken ins Spiel, kriegt eine Marke und Chapter 1. Und dann macht es Mana farbloses Mana. Und für 2 Mana-Tappen kriegen wir einen XX-Golem. Wobei X ja unsere Stärke ist, der Artefakte, die wir kontrollieren. Und wenn wir das Ding opfern, können wir unser Deck nach einem 0 oder 1 Mana-Karte durchsuchen. Genau 1 Mana kostet. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil damit gehen wir in die Combo. So, dann 2 Wastelands. Manchmal preventet unser Gegner uns mit Stuff und kann man einfach Wastelanden. Muss man nicht spielen, kann man machen. One of Karakas. Karakas beschützt Magda. Magda ist eine der wichtigsten Karten in diesem Deck. Die gute Dwarf-Dame können wir dann beschützen, sie ist legendär. Und ich spiele noch 2 Mykosumpf-Gardens, was einfach die Bewandtnis hat, dass unser 2. Combo-Piece ein Artefakt ist, dass wir ein Ein-Mana-Artefakt, was mit Ursas Saga raussuchen können, und mit Mykosumpf-Garden kopieren können, um es zu beschützen, davor zerstört zu werden. Sehr, sehr gute Karte. Hilft uns bei unserer Combo. Gut. Ja, weiter. Unterstützungszauber haben wir auch mit drin. Wir sind ein reines Kreaturen-Kombo-Deck, dementsprechend 4 Once Upon a Time, wo man 5 Karten aufdeckt und eine Kreatur oder Land auf die Hand nehmen kann. Und man kann ihn umsonst spielen, wenn es die erste Karte ist. Dazu 4 Ätherfiolen. Auch das sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut, denn man kann Kreaturen von der Hand ins Spiel bringen. 1 Mana und 2 Mana Karten. Mehr haben wir eigentlich nicht viel drin. Beschleunigt uns, ist ganz gut. Dann haben wir noch als One-Off zum Raussuchen eine Adder Spellbomb, um noch was zu bouncen an eine Kreatur, die Gegner kontrolliert und, oder eine Karte zu ziehen. Manchmal ist es auch ganz gut, hier andere Sachen mit drin zu spielen. So ein Shadow Spear oder so wäre in dem Slot auch möglich und gut. One-Off Springleaf Drum teste ich aktuell, die ist sehr, sehr gut. Tappen für ein, wir tappen die und eine ungetappte Kreatur und kriegen Mana beliebiger Farbe. Wir wollen ja mit Magda Kreaturen tappen, da kommen wir gleich zu, dementsprechend sehr gut. Unser Combo-Piece, Clock of Omens, ein 4-Mana-Artefakt, das sagt, wir tappen 2 ungetappte Artefakte und enttappen einen Artefakt. Combo. Combo erkläre ich euch gleich. Wenn ihr schon mal vorspringen wollt zur Combo, unten in der Timeline seht ihr jetzt gerade, wo die Combo ist. Aber ansonsten guckt noch mal. Es wird noch cool, wenn ihr seht, was hier noch drin ist. Und zwar 4 Retro-Fitter-Fundraise. Damit kann man tappen, einen Top-Tor opfern, um einen 4-4-Colorless Konstrukt zu bekommen. Alles andere in diesen Modi-Dingern ist eigentlich irrelevant, weil wir machen eigentlich meistens nur das. Wir können auch Servos erstellen und Top-Down und so. Aber eigentlich machen wir nur 4-4er aus. Ja, denn jetzt wird das Geheimnis ein bisschen gelüftet. Wir spielen Changelinge. Das ist ein Einmanner 1-1 Artefakt Changeling. Das heißt, der ist Dwarf, der ist Dragon, der ist Fairy, der ist alles, was wir wollen. Gute Karte. Dann haben wir 4 Magda Brazen Outlaw. 2-Mana-2-1, die sagt, immer wenn ein Dwarf getappt wird, kriegen wir einen Treasure. Dwarfs kriegen +1/+0 und wir können 5 Treasure opfern, um unser Deck mit einem Artefakt oder einer Dragon-Karte zu suchen und die ins Spielfeld zu bringen. Das bedeutet, Magda sucht uns Clock of Omens. Mit Clock of Omens und Automaton gewinnen wir. Wie gesagt, Kombo, wenn es euch interessiert, unten gleich angucken. Dann haben wir Move Dust Changeling. 1-Mana-1-1 Changeling. Und wir tappen eine andere ungetappte Kreatur und der kriegt Fliegen bis zum Ende des Zuges. Auch ganz nett.
Dann haben wir Unsettled Marina. 2x2/2 Changeling. Immer wenn wir oder ein Permanentes, das wir kontrollieren, Ziel von der Zauber oder Fähigkeit werden, wird das der Connor sein, der beherrscht halt ein Mana. Das habe ich gegen Storm schon rausgehauen. Das war der Wahnsinn, das war super witzig, weil er einfach geheult hat, der Storm-Mann. Und ja, sehr gute Karte auch gegen Removal und so weiter. Das wäre viermal hier drin. Und auch er ist ein Dwarf, auch er ist eine Fairy. Warum ist Fairy für mich so wichtig? Ich spiele als einzigen Counterspell 4 Spellstutter Sprites. Es gibt auch hier Changeling-Decks, die den 2-Mana-3-3 Doppelschläger oder so spielen oder 2-Mana-4-4 Doppelschlag oder so, der halt, wenn man einen Changeling draußen hat, ein 2-Mana-Dude ist. Das heißt, erste Runde Automaton, zweite Runde den Changeling für auf die Schnauze hauen und dann kann man auch zuhauen. Ich gehe eher so diese Combo-Route und versuche diesen Spellstutter Sprite-Combo-Plan ein bisschen höher zu valuen und dementsprechend habe ich Spellstutter da das Byte drin. 2 Mana 1-1 Flash fliegend. Wenn der Spielwerk kommt, kontern wir einen Zauber Mana Kosten von X oder weniger, wobei X die Anzahl an Fairies ist, die wir haben. Wir haben eine Menge Fairies im Deck. Dann haben wir noch ein paar One-Offs. Mask Vandal, 2 Mana 1-3 Changeling. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Wenn wir das tun, können wir ein Artefakt oder Enchantment zerstören. Das ist relativ gut, wenn die Gegner unsere Magda oder unsere Clock of Omens gepithy-needled haben. Das ist sehr gut. Dann ein Mirror Entity, 3 Mana 1-1 und für X Mana werden alle Kreaturen zu XX sein mit Changeling, auch hier ein guter Finisher. Und als letzte Karte, Scourge of Valkas, 5 Mana 4-4 fliegend, immer wenn er oder ein anderer Dragon ins Spiel kommt, fügt der X Schaden einer Kreatur dem Spieler zu, wobei X die Anzahl an Dragon ist, die wir kontrollieren. Wir haben auch übrigens eine Menge Dragons im Deck, wie wir hier unten sehen. Dementsprechend sehr coole Karte. Ja, das ist das Deck. Gehen wir mal kurz die Combo durch. Das ist so das ideale Board, was wir haben können. Wir haben eine Magda draußen, wir haben den Automaton draußen, wir haben schon ein paar Treasures und wir haben den Changeling bzw. den Marina. Jetzt war der Gegner dran. Am Ende des Zuges geben wir ihm fliegend, fliegend, fliegend. Dadurch bekommen wir 3 weitere Treasures. So, nutzen wir mal diesen wunderschönen Ixalan-Würfel. Und sagen, wir haben jetzt hier weitere 4 Treasures, das heißt, wir haben insgesamt 5 Treasures. Dann gehen wir in unseren Zug, enttappen und dann opfern wir 5 Treasures, um unser Deck zu durchsuchen nach der Clock of Omens. Clock of Omens ist jetzt das Artefakt unserer Wahl, das wir benutzen, um mit dem Automaton und dem Clock of Omens den Automaton zu enttappen. Sie sagt jetzt, wir haben einen Dwarf. Getappt, wir kriegen den Treasure. Dann enttappt der Automaton. Und dann aktivieren wir Clock of Omens again und tappen den Treasure, nicht für Mana, sondern für den Effekt. Und sagen, hey, wir enttappen den Automaton. Sie sagt, du hast ein Artefakt getappt, wir kriegen den Treasure. Ihr seht, wir kriegen Infinite Treasure. Durch diese Infinite Treasure können wir unser Deck nach Infinite Drachen und anderen Artefakte durchsuchen, was zum Beispiel in sowas hier enden kann. Die Idee dahinter ist jetzt, dass der Scourge of Valkas jedes Mal, wenn ein Drache ins Spiel kommt, wovon wir ein paar ins Spiel gebracht haben, Schadenspunkte schießt. In Höhe der Dragons, die wir haben. Was eine ganze Menge sind. Dementsprechend bekommen wir hier sehr, sehr viel Damage auf den Gegner, und zwar Instant Damage, weil wir den aus dem Deck suchen beim ETB. Und selbst wenn der Gegner das überlebt, machen wir danach noch mehr Infinite Treasure Token, um mit dem Changeling, mit dem Mirror Entity nächste Runde oder auch in dieser Runde schon für unendlich, also keine Ahnung, 30.000 Schaden anzugreifen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Und so funktioniert die Combo. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nur ein paar Treasure, die wir über Zeit generieren mit Magda oder genug andere Artefakte. Also das ist schon ganz gut. Aber wir wollen halt wir brauchen diese Treasure. Dementsprechend Automaton mit Magda ergibt halt die Combo mit ein paar Treasure, ein paar Changeling am besten, damit beim Angreifen und so weiter funktioniert das ganz gut. Und ja, dann haben wir gewonnen. Das ist so einfach. Und es ist wirklich so einfach. Und was das Ganze natürlich aufhält, sind Karten vom Gegner. Sowas wie Pithy Needle oder ähnliches, eine doofe Karte. Und auch viele andere Sachen sind einfach doofe Karten. Und dementsprechend haben wir im Sideboard ein bisschen was dagegen. Im Sideboard haben wir eine Haywire Might. Haywire Might, das Ein-Mana-Artefakt, womit wir ein Artefakt, Non-Creature-Artefakt oder Non-Creature-Enchantment exilen. Sehr, sehr stark. Wirklich gute Karte. Kann man immer wieder spielen. Dann spielen wir 4 Swords to Plowshares. Gegen so ganz fiese Dinge wie den Uf, Collector Uf oder wenn der Gegner zu schnell ist.
Zwei Black Engineers gegen große Armeen von Gegnerkarten, die zum Beispiel irgendwie Topter spawnen oder irgendwelchen ekligen Kram machen. Dann ein Hydroblast bzw. einen blauen Urknall. Zweimal die ähnliche Karte. Hydroblast kann man einen blauen Zauber oder also einen Zauber kontern oder permanent zerstören, wenn es blau ist und rot ist. Und hier können wir einen roten oder einen roten Zauberspruch kontern oder rote Karte zerstören. Ich habe das schon sehr, sehr oft erklärt. Wenn ihr das Erklärung haben wollt, mache ich mal ein Short-Video dazu. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr das, den Unterschied nicht versteht. Mind Break Trap, 4 Mana Trap, wenn der Gegner 3 oder mehr Karten in einem Bezug spielt, können wir die für umsonst casten und alle Karten vom Stack exilen. Ist gut gegen ein Combo. Habe ich einfach mal reingenommen, weil warum nicht? Und Leyline of the Void. Man kann auch überlegen, ob man hingeht und tatsächlich sowas wie einen Teferis Protection oder sowas spielt, was outfaced, was dafür sorgt, dass man halt selber ein bisschen safe ist. Finde ich auch ganz geil, die Idee. Ist vielleicht auch ein bisschen cooler wie die Plague Engineer zum Beispiel. Aber bei uns in der Meta ist halt sehr viel Aggro unterwegs, deshalb sind die Plague Engineer da eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, Leyline of the Void als Gravejet Hate auch hier immer wieder gerne gesehen. Ja, wir machen ein bisschen Gravejet Hate, wir machen ein bisschen Combo Hate, wir machen ein bisschen Kreaturen Hate, wir machen ein bisschen Artefakt Verzauberns Hate. Das ist unser Ding. Wir versuchen auch gar nicht so viel mit dem Gegner zu interagieren. Umso mehr wir mit dem Gegner interagieren, umso schlechter ist das Deck. Generell macht das Deck sehr viel Spaß. Ich kann euch empfehlen, das Deck einfach mal zu Proxen holen oder sonst was. Die Länderbasis kann man auch anders gestalten. Ihr müsst keine Ursache spielen, ihr müsst keine Wasteland spielen. Mana Confluence sind aktuell noch relativ teuer. Mit einem Reprint geht das auch ganz gut. Oder man kann da einfach die nicht der versteckte Innenhof, sondern diesen andere Karte spielen, die dann auch Kreaturentyp ansagt. Carven of Souls sind aktuell ein bisschen günstiger, weil sie im Standard drin sind. Dementsprechend, ja. Das Deck ist nicht teuer und es ist ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr lustiges Combo-Legacy-Deck. Und das sieht man selten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Allblackseed. Ciao, ciao.